Herzlich willkommen zu einem neuen Borderlands Let's Play, beziehungsweise einer neuen Folge Borderlands. Wir sind hier immer noch in den Dal Headlands unterwegs und kümmern uns jetzt mal hier um ein paar Patrouillen. Der Claptrap, der labert uns immer voll. Dass wir nämlich an sämtlichen schwarzen Brettern wohl neue Missionen verfügbar haben, aber ich denke, wir gucken einfach mal, wie es vom Level her aussieht und dementsprechend machen wir das dann. So, dann suchen wir mal welche. Ich habe hier dem letzten, wo wir hier Skagzilla getötet haben, ganz viele gesehen und hier ist auch schon die erste Patrouille. Eine Madmail-Patrouille, da hatten wir auch schon drüber was gelesen. Tut mir leid, dass ich nicht immer so alles vorlese. Müssen wir wirklich schauen. Also dadurch, dass ich nicht so gut im Vorlesen bin, habe ich es jetzt bisher einfach gelassen. Ist die Frage, ob ich das irgendwie machen soll. Schreibt es nur einfach mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Den Boost haben wir auch wie immer vergessen. Da habe ich gerade was gesehen. Ist das da eine? Ja. Feuer frei! Okay, das sind jetzt schon ziemlich viele und mein Fahrzeug geht auch gleich kaputt. Muss gleich mal gucken. Erholt sich mein Fahrzeug auch? Hey, gibt Blacky dir nur Aufträge, wo Strom geht, meinen Zoll zu schrotten? Ich glaube, der setzt diese Dreckskerle nur in meine Karren, damit du sie dann hochjagst. Entschuldigung. Ich meine, das ist natürlich auch wirklich schade. Um die schönen Fahrzeuge, ist ja klar. Scooter. Ist natürlich verliebt darin. Also jetzt haben wir gleich echt ein Problem. Ich will einfach mal sehen, wie das aussieht, wenn mein Fahrzeug kaputt geht. Okay, oder auch nicht. Also ich hätte es jetzt drauf ankommen lassen. Ich denke, jetzt fahre ich aber erstmal zurück und hole mir meine neue Karre, die etwas weniger ramponiert ist. Selbst wenn die Gesundheit sich jetzt hier auch wieder auflädt, ist es natürlich bei weitem noch nicht so schnell. Deswegen generiere ich mir jetzt einfach mal kurz ein neues Fahrzeug. Hey, was ist? Kannst du losgehen? Okay, das war kein neues Fahrzeug. Das Fahrzeug 2. So. Die Farbe ist mir relativ egal, keine Ahnung. Da suche ich mir nichts Spezielles aus. Ich muss mal gucken. So. Jetzt ist es besser. Also für mich zumindest. So. Ah, da ist ja schon die nächste. Na komm. Uiuiui. Okay, das passiert dann also. Ich kann die von hier aus irgendwie auch überhaupt nicht töten. Okay, also dann lande ich direkt in diesem letzten Gefecht. Das heißt, bevor mein nächstes Fahrzeug kaputt geht, steige ich einfach aus. Dann wollen wir mal. Zeit für eine Spritztour. Ach, die waren doch hier gerade eben noch irgendwo. Nicht die. Die da vorne.
So, eine Patrouille ist noch übrig. Na kommt. Da habe ich am Horizont auch schon eine gesehen. Oder vielleicht sogar zwei. Die irgendwie nur dämlich im Kreis rumfahren. Sieht extrem lustig aus. So, dann hätten wir die Mission zu Ende. Mal gucken, wie es aussieht. Das waren auch unsere einzigen Missionen. Auf dem schwarzen Brett gibt es wahrscheinlich noch welche. Mal schauen. Er hat dich dazu gebracht, ein paar von meinen Karren hochzujagen? Banditen hin oder her, das waren astreine Flitzer. Ich probiere immer noch, als da hochzukommen. Weil ich zu dieser scheiß Kiste möchte. Ich hab keine Ahnung. Egal. So, Lucky, ich hab die Fahrzeuge kaputt gemacht. Ich versuche es jetzt trotzdem mal mit dem Vorlesen. Ein großartiger Anfang. Jedes zerstörte Banditenfahrzeug schwächt Madmel noch mehr. Okay, ich soll Madmel jetzt schon töten. Okay. Ist auch jetzt vollkommen im grünen Bereich von dem Level her. Also mache ich mir da jetzt keine große Sorgen, dass da in das... Oh, das nächste Speicher. Okay, die sind arschteuer, diese Dinger. So, ich gucke jetzt aber mal, dass ich den... Der ist auch ganz so... Oh, das ist ja hier die neue... Sniper, die ich eigentlich hab, ne? Man kann das nicht irgendwie noch vergleichen? Und war denn jetzt... Mit der... würde ich es ganz gerne... Nee, mit... Welche? Die vergleichen mit... Die, die ich anhab, Mann. Höhere geht nur... Da, die hier. Also, sie hat... Sie schießt wesentlich langsamer. Und zwar wirklich wesentlich, aber ganz langsam dann doch nicht. Hat aber sehr viel mehr Schaden und auch sehr viel mehr Zielgenauigkeit. Ich muss halt wirklich mal gucken, wie schießt sich's denn mit der... Ich denke, das ist okay. Zur Not wechsle ich die einfach nochmal. So, und jetzt können wir hier... Also dann lass uns mal den Revolver hier verkaufen, obwohl der ja echt... Obwohl... Ne, ich guck nochmal. Vielleicht habe ich ja... Level 25 bin ich noch nicht, deswegen mache ich die jetzt auch mal weg. Das war die von gerade eben, die wollten uns noch aufheben. Das war auch eine, die wir noch auf jeden Fall verwenden wollten. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht mit dem... Wir können ja immer noch unsere vierte Waffe tragen. Also welche ich dann davon nehmen sollte. Ich denke, warte mal, die hier. Ja, mal schauen. So, Munition wollte ich noch holen, genau. Haben auf jeden Fall ordentlich viel gebraucht. Okay, los geht's. Ah, vielleicht noch ein Schild. Ey, wir haben einfach zu wenig Kohle. Echt krass. Aber da, was ist das hier? Hier, Glasmutz kann man hier kaufen. Sirene. Das hier ist Jäger. Ist aber alles zu teuer. Ich kann mir nichts davon leisten. Dann gucken wir einfach mal, dass wir so klarkommen. Wenigstens ein bisschen Geld. Da oben muss ich da mal hinkommen. Irgendwie. Irgendwie. Okay,
Okay, das ist Mad Mill. Ich kenne ihn. Der hat mir meine ganzen Karren geklaut und diesen Pennern verscherbelt. Hey, grüß ihn von Scooter. Und damit meine ich, leg dem Mistkerl das Handwerk, ja? Ah, das machen wir schon. Sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Dann mal los. So, noch können wir uns hier ein bisschen verteidigen, aber mal gucken, wie das die Karre mitmacht. Oh, Alter. Ich muss gleich aussteigen. Jetzt, schnell, 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 schnell. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ob wir uns überhaupt gegen die ganzen Leute hier behaupten können. Also der Psycho hier macht mir extrem Angst, aber mal gucken. Na komm. Trifft auch einfach mal kritisch. Okay. Ja, diese Mini-Psychopathen. Okay, das ist Mad Mill. So, jetzt sind wir einmal gestorben. Mal gucken, wie es aussieht. Hätte ich mir ein Auto holen können? Wäre, glaube ich, besser gewesen. Toll. Oh, wir haben Raketenwerfer noch gar nicht ausprobiert. Da merkt man das auf jeden Fall nicht so cool drauf wie wir. Können wir uns ein Auto... Ah, wir können uns wirklich ein Auto holen. Auf jeden Fall einen Raketenwerferwagen. Dann gucken wir mal, ob der da jetzt immer mit so zwei Typen rumhängt oder eher weniger. Also ich mache jetzt erstmal die Kleinen weg und gucke dann, dass ich den Mad Mill irgendwie getötet bekomme. Oh, krass. Ich gehe einfach auf Mad Mill. Mad Mel, glaube ich, oder? Ja, Mad Mel. Los geht's. Man könnte da einfach versuchen, hier draußen zu bleiben und den von hier aus abzuknallen, oder? Als erstes mal den hier. Wow. Also Raketenwerfer-Taktik ist nicht cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt so
gemeint ist von dem Spiel, aber wenn man es denn schon so machen kann, warum nicht? Ich denke mal, dass das da oben drauf Madman ist. Aber irgendwie. Na komm, soll mal herkommen. Ich versuche alles auf diesen Menschen zu zielen, aber es klappt irgendwie einfach nicht. Na komm. Verrick einfach. Na, wer sagt's denn? Madman ist nicht mehr. Gott sei seiner verdammten Seele gnädig. Ich kann mir ja richtig zu was brauchen. Komm bei mir vorbei, wenn du nach New Haven kommst. Ich würde dich gern mal persönlich kennenlernen. Cool. Also war quasi dieses Dahl Headlands jetzt erstmal so. Also, das ist wirklich eine relativ kleine Karte jetzt auch gewesen, ne, wie ihr seht. Ich denke hier am schwarzen Brett. Kann man vielleicht später auch noch solche Missionen machen. Aber ich denke, wir fahren jetzt erstmal nach New Haven, so wie sie es angehört hat. Den Skillpunkt möchte ich gerne noch setzen. Kann man ihn überhaupt setzen? Ne, dadurch, dass wir im Fahrzeug sind wahrscheinlich. Er hatte noch was. Wow. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Wo hat er denn vielleicht hier noch was fallen gelassen? Beziehungsweise, wo ist er überhaupt gestorben? Ich glaube, da hinten, denn du. Da, wo ich eigentlich gerade schon war. Was ist mit der denn da hinten? Der hat es irgendwie verpasst, da rauszulatschen. Ja, ich dachte, das Madman irgendwie cooleres Zeug noch fallen gelassen hat. Scheint nicht so. Das Ding hier sieht ganz cool aus. Alles klar. Ist die Frage, ob wir das jetzt quasi in der nächsten Folge machen. Das machen wir so. In der nächsten Folge werden wir nach New Haven gehen. Beziehungsweise dann mit dem Claptrap sprechen, der hier bestimmt nur stehen muss. Ach, der. Okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Und bis dann.